Ja, guten Morgen. Wir haben in der letzten Stunde mit einem wichtigen Thema der Kolloid- und Grenzflächenforschung begonnen, nämlich wie verteilen sich Ionen an einer geladenen Grenzfläche? Die erste Frage an Sie, wie entsteht eigentlich in der Natur eine geladene Grenzfläche? Die erste Frage für Sie zur Diskussion mit Ihrem Nachbarn. Wie entsteht eine geladene Grenzfläche? Was würden Sie da sagen? Wie entsteht die überhaupt? Ja, das war zum Beispiel eben Adsorption, das wäre ein Mechanismus. Wichtig. Der erste Mechanismus wäre Adsorption. Vielleicht ist immer folgendes Experiment diskutieren. Hier habe ich eine Küvette und hier unten kann ich Stickstoff einblubbern. Hier ist die Küvette mit Wasser gefüllt. Also hier entstehen Bläschen und die Bläschen wandern nach oben und steigen nach oben. Jetzt modifiziere ich diesen Aufbau, dass ich links und rechts Elektroden ranbaue. Pluspol und ein Minuspol. Und ich lege eine große Spannung an. Das heißt, zwischen den Platten herrscht jetzt ein elektrisches Feld. Und die Feldstärke ist gegeben durch die angelegte Spannung und den Abstand der beiden Platten. Und jetzt modifiziere ich so. Ich gebe einmal eine Salzlösung rein. Natriumchlorid, Natriumbromid, Natriumjodid. Was glauben Sie, was Sie beobachten werden? Und in dem nächsten Schritt modifiziere ich mal die Grenzfläche durch ein Tensid. Glauben Sie, was passiert? Was wird passieren, wenn ich jetzt Natriumchlorid habe? Wird die Grenzfläche geladen sein oder nicht? Ja? Wandert sie nach links oder rechts? Ich glaube, die Fragestellung ist eigentlich recht klar. Es geht darum, wie ist die Grenzfläche beschaffen? Und wenn ich jetzt einfach sage, die Grenzfläche trägt keine Ladung, dann wandern die Bläschen nach oben und werden nicht abgelenkt, obwohl da ein elektrisches Feld ist. Weil elektrisches Feld spüre ich nur dann, wenn ich eine Ladung habe. Wenn das Bläschen eine Ladung hat, dann wandern sie nach rechts oder nach links, je nachdem, wie das Objekt geladen ist. Und die Frage wäre, ob wenn ich eine Salzlösung habe, Natriumchlorid, Natriumbromid, Natriumjodid, wenn ich die löse in Wasser, ist die Grenzschicht irgendwie geladen? Die kann nur dann geladen sein, wenn eines der Ionen eine bevorzugte Affinität für die Grenzfläche hat. Was glauben Sie, Sie sind Chemiker? Also sie sind geladen und diese Prozesse sind gar nicht so uninteressant für die Atmosphärenchemie, ja, weil da gibt es Reaktionen, in denen Tröpfchen von Meerwasser involviert sind, ja, und das sind mit Natriumjodid zum Beispiel. Und das heißt, die Anionen
haben eine hohe Affinität zur Grenzfläche. Das heißt, in diesem Fall wandert das Ganze zum Minus-Plus-Pol. Und hier ist es, glaube ich, recht offensichtlich, was passiert. Das Tensid dissoziiert im Wasser. Es zerfällt in Kation und Anion, und das Kation ist ein Amphiphil. Es vereint zwei Strukturmerkmale, eine hydrophobe Kette und eine geladene Kopfgruppe. Aufgrund dieser molekularen Asymmetrie hat dieses Amphiphil eine Affinität zur Grenzfläche. Es wird dort eingebaut und damit ist die Grenzfläche geladen. Und die Ladung der Grenzfläche ist bestimmt durch die Anzahldichte der Spezies an der Grenzfläche, die adsorbiert sind. Also das ist ein wichtiger Mechanismus, wie eine geladene Grenzfläche entsteht. Die bevorzugte Adsorption eines der Spezies aus der Lösung an der Grenzfläche. Die zweite wäre Dissoziation. Auch hier mal eine Frage an Sie. Sie kennen alle Glimmer. Glimmer ist so ein Alumosilikat. Und wenn Sie es in den Bergwanderungen mal sehen, dann sehen Sie, dass Sie Glimmer sehr leicht spalten können. Das sind diese, die so Schichtstrukturen haben. Wie ist der Aufbau dieser Schichtstruktur? Und was wird passieren, wenn ich eine Glimmerplatte in Wasser eintauche? Was wird passieren? Heute. Sie sollen schon nutzen, es darf hier laut werden, Sie sollen mit Ihrem Nachbarn diskutieren. Also die eine Frage wäre, warum hat es so eine Struktur? Und Sie können aus Strukturmerkmale ablesen, allein aus der Art, wie Sie spalten können. Wenn Sie eine Glimmerplatte haben, wie ein Muscovit-Glimmer, den kann ich einritzen und spalten und lesen wie ein Buch. Ja, der kann wirklich große Flächen abheben. Wie muss der Aufbau sein? Wie würde Aufbau sein? Also es muss eine Schichtstruktur haben, ne? Wie Graphit. Also irgendwie muss so eine Schichtstruktur haben wie Graphit auch. Bloß hier ist die Schichtstruktur ein Alumosilikat. Also effektiv habe ich eine Schicht, zweidimensionales Netzwerk, die negativ geladen ist, wo negative Ladungen eingebaut sind. Wo sitzen dann die Gegenionen? Zwischen den Schichten. Das wäre der Aufbau. Ja? Also eine Glimmerplatte wäre so aufgebaut, dass er hier eben negative Ladungen hat, die kovalent gebunden sind. Und zwischen den Schichten sind Ionen, Natrium, Kalium, irgend sowas. Und wenn Sie eine Glimmerplatte nehmen und in Wasser eintauchen, wird eine Dissoziation passieren. Also wenn ich das nehme, dann bleibe ich hier mit einer Fläche, die ist negativ geladen übrig, und die Gegenionen werden sich verteilen, teilweise dissoziieren. Es entsteht eine geladene Grenzfläche. Also das sind zwei Mechanismen, die wichtig sind. Die bevorzugte Adsorption und die Dissoziation. Vielleicht kombinieren wir es, das ist ein bisschen müde heute. Was ganz anderes mal. Überlegen Sie mal, welche Anforderungen hätten Sie zu stellen an eine Kontaktlinse? Was fällt Ihnen da ein? Wenn Sie eine Kontaktlinse bauen, und einige von Ihnen werden die tragen, welche Eigenschaften muss die mitbringen? Ja. Man muss perfekte optische Qualität haben. Ja, die muss verarbeitbar sein. Wenn ich die am Auge trage, was brauche ich denn noch?
festkleben, dass das nicht festklebt wird. Ne, festgeklebt lieber nicht, die muss im... Muss ich das fern, also das wäre ja. Ein Wasserfilm soll drumherum sein. Sehr gut, das lassen wir mal weg. Als zweite Eigenschaft, sie muss sauerstoffdurchlässig sein. Eine ganze Menge Eigenschaften fallen Ihnen ein, die Sie überlegen könnten, was muss eine Linse mitbringen. Jetzt überlegen wir, Sie sind bei Wacker Chemie und dort wird sehr viele Silikonmaterialien gemacht. Sie haben jetzt ein Volumenmaterial gefunden, das perfekt sauerstoffdurchlässig ist. Das wunderbare optische Eigenschaften hat, es streut nicht, es kann genau die Refraktion herbringen, die Sie haben wollen. Aber wenn Sie die Grenzfläche anschauen, ist der Kontaktwinkel so, also der Kontaktwinkel wäre so, wenn Sie auf dieses Material einen Tropfen geben, dann hat der Tropfen eine Form, die so aussieht, dass es hydrophob ist. Es weist Wasser ab. Und damit haben Sie ein Problem für eine Linse. Wenn Sie eine Linse tragen wollen, die soll das Wasser benetzen. Was würde Ihnen jetzt einfallen? Also Sie haben ein perfektes Material, total sauerstoffdurchlässig. Sie wollen das nicht in die Mülltonne treten, Sie wollen es nutzen. Das einzige Nachteil ist jetzt, diese Grenzfläche ist hydrophob. Wie kann ich die modifizieren? Was mache ich jetzt? Absolut. Die Oberflächenspannung. Also wir brauchen und müssen die Grenzfläche modifizieren. Aber die Kollegen haben einen guten Vorschlag hier gemacht. Wir müssen die Grenzfläche modifizieren, das ist alles. Wir müssen eine Beschichtung noch auf diese Kontaktlinse draufbringen, so dass es danach hydrophil ist. Was fällt Ihnen da ein? Und das Verfahren muss auch unkompliziert sein. Wenn Sie jetzt etwas produzieren wollen, dann brauchen Sie kein kompliziertes Verfahren. Je einfacher das Verfahren, umso besser. Und was ich Ihnen vorschlagen würde, ist eine Kombination von diesen beiden. Und das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Es gibt Polymere, die sind Polyelektrolyte. Polymere sind, kennen Sie sowas wie Polystyrol zum Beispiel. Polystyrol wäre das ist ein Polymer, das Sie alle kennen. Wichtige Baumdämmmaterial auch. Polystyrol. Sie können auch dieses Material funktionalisieren, indem Sie hier zum Beispiel so eine SO3-Gruppe einbauen. Dann auf einmal ist das ein Polyanion und das ist irgendwo ein Gegenion. Sie haben jetzt eine lange Kette. Sie können ein Polyanion und ein Polykation bauen. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich eine Lösung in Kontakt zu diesem Polymer bringe? Das ist wasserlöslich, das Polymer. Was wird passieren, wenn das Oberfläche in Kontakt kommt mit diesem Material? Polyelektrolyt, gelöst in Wasser. Wir bringen die Kontaktlinse rein. Was wird passieren? Hydrophile teilweise in Richtung. Die wird anordnen und hydrophobe teilweise diese. Also, ein Punkt ist, das Polymer wird an die Grenzfläche rangehen. Und ich würde gerne, dass Sie vielleicht ein Modell entwickeln, warum geht es an die Grenzfläche ran und wie ist die Konformation des Polymers an der Grenzfläche. Also Polymer ist so ein langes Spaghetti, das sich irgendwo in Lösung vielleicht knollen wird. Jetzt kommt die Grenzfläche in Kontakt. Ich habe Wechselwirkung.
die Polymere werden rangehen und die werden rangehen, irgendwo der erste Kontakt kommt. Und dann wird ein zweiter Kontakt irgendwo entstehen. Das, was ich Ihnen hier mal, das ist ziemlich gut wiedergespiegelt, die Konformation eines Polymers an einer Grenzfläche. Das heißt, wir haben hier Trains, das war hier unten, und wir haben hier so Loops. Warum ist die Polymerabsorption irreversibel? Wenn Sie sagen, das gilt fast für alle Polymere, wenn ein Polymer irgendwo adsorbiert, die Adsorption ist irreversibel. Warum? Verstehen Sie die Zeichnung nicht richtig, oder? Was es ist, wie würden Sie ein Polymer malen? Wenn ich sage, so ein Polymer in Lösung, nehmen wir mal Polystyrol, den Toluol, dann würde ich sagen, das ist ein langes Fadenmolekül und das in Lösung schaut so aus. Das lange Molekül ist so. Also hier sind Details von der Molekülstruktur sind weg. Ich sage ein langer Faden. Und jetzt sage ich, dieser lange Faden geht hier an die Grenzfläche ran. Was wird passieren? Da wird es Segmente geben, die haben Kontakt. Dann wird es einen Loop geben, Kontakt. Ein Loop geben, Kontakt. Ist jetzt klar? Und jetzt wäre die Frage, warum ist die Polymeradsorption irreversibel? Das heißt, wenn ich im Lösungsmittel werde ich nicht mehr beobachten, dass das Polyelektrolyt abgeht. Warum denn? Das gilt ganz allgemein für so Beschichtungen. Polymere sind deshalb interessant, weil sie auch irreversibel adsorbieren. Und es liegt halt einfach daran, dass ein Segment hat hier Kontakt, ein anderes Segment hat hier Kontakt, ein nächstes Segment hat hier Kontakt. Auch wenn die Adsorptionsenergie dieses Segments vielleicht gar nicht so hoch ist, vielleicht 3, 4, 5 kT. Ich habe so viele Kontaktflächen gleichzeitig, dass es nicht mehr runtergeht. Wenn das sich löst, wird das nächste irgendwo sich ausbilden. Wenn das sich löst, bildet sich hier wieder anderes aus. Polymere sind recht irreversibel in der Art und Weise, wie sie an eine Grenzfläche rangehen. Sie entfalten sich und haben sehr, sehr viele Kontakte mit der Grenzfläche. Jeder dieser Kontakte trägt ein bisschen bar, ein paar KT. Aber da es so viele Kontakte gleichzeitig gibt, geht es nicht mehr weg von der Grenzfläche. Das ist die Story. So, und da sind wir angekommen an der Kontaktlinse. Wir haben diese Linse, perfekte Materialien. Wir tauchen diese Lösung ein, einfach in dieses Polyelektrolyt. Das Polyelektrolyt wird adsorbieren an dieser Grenzfläche, irreversibel adsorbieren. Und es entsteht dann eine Grenzfläche, die geladen ist. Die aus fixen Ionen basiert, die in der Kette sind. Und Gegenionen, die mobil sind. Und wenn ich die in Wasser eintauche, wird auch eine geladene Grenzfläche entstehen, weil die mobilen Ionen können von der Grenzfläche wegdissoziieren und es entsteht etwas mit einer Nettoladung. Und es ist auch klar, da dieses System hier polar ist, geladen ist, wird der Kontaktwinkel sehr viel besser sein. Eine Monolage genügt. Und das ist eigentlich genau eine Technik, die gemacht wird bei Kontaktlinsen. Und hier sehen Sie so eine Beschichtung einer Kontaktlinse, das unbeschichtete Material. Sie sehen im Bild rechts den Tropfen. Und der Tropfen hat eine Form, die zeigt, das Material ist stark hydrophob. Der Wasserkontaktwinkel ist so. Und sobald ich eben diese mit einer Monolage bloß beschichtet habe, sehe ich, der Kontaktwinkel ist sehr viel besser. Es wird hydrophil und damit auch verträglich. Ein nächster angenehmer Beigeschmack von diesen Sachen ist es auch noch, dass solche Beschichtungen wirken auch noch antibakteriell. Also eine gute Erfolgsgeschichte.
Und auch hier kombiniert es halt geladene Grenzflächen. Geladene Grenzfläche entsteht hier durch die Adsorption des Polyelektrolyts. Im Polyelektrolyt sind Ladungen fixiert. Diese Ladungen sind in diesem Backbone und die Gegenionen sind frei und können wegdissozieren. Es entsteht eine geladene Grenzfläche. Der nächste Schritt, den wir betrachten müssen, ist, wir müssen die relevanten Wechselwirkungen identifizieren. Was wird die Musik ausmachen? Welche Wechselwirkungen? Wir haben das letzte Mal angefangen und gesagt, Elektrostatik wird wichtig sein. Und wenn ich als geladene Grenzfläche das kationische Amphiphil nehme, dann wäre die Frage an Sie nochmal. Was würde entstehen, welche Organisation, wenn die Elektrostatik die einzige und dominante Wechselwirkung in dem System wäre? Welche Anordnung der Ionen? Machen Sie sich das klar? Ist recht einfach für uns. So nicht. Denn Plus und Minus zieht sich an. Das heißt, die Elektrostatik würde diese Anordnung favorisieren. Es bilden sich Kontaktionenpaare. Und Kontaktionenpaare heißt, das Kation und Anion sind in einer gemeinsamen Hydrathülle gefangen. Nach außen hin wirkt das Ganze wie ein Dipol. Also das Wasser könnte ich hier noch drumherum malen. Es hätte keine Dissoziation an der Grenzfläche. Wer ist der Gegenspieler, der diese Anordnung nicht mag? Wenn das allein wäre, hätte ich diese Anordnung. Ich habe sie nicht. Wer ist der Gegenspieler? Sie sollten jetzt alle auf Wärmebewegung kommen. Die Wärmebewegung versucht, alles durcheinander zu würfeln. Wärmebewegung versucht alles zu durchmischen. Und das ist das, was in der GUI-Chapman-Theorie abgebildet wird. Das Wechselspiel zwischen Wärmebewegung und Elektrostatik. Um das ausrechnen zu können, muss ich noch ein bisschen was vereinfachen. Und diese Modellbildung wäre mir wichtig, dass Sie das verstehen. Wenn ich hier dieses anschaue, ich möchte es jetzt abbilden auf physikalische Grundgleichungen. Und das heißt, wenn ich diese Architektur anschaue, ist mir die noch zu kompliziert. Wie kann ich die obere Schicht weiter vereinfachen, mein System? Das sind auch die Sachen, die für eine mündliche Prüfung wichtig sind. Bei der mündlichen Prüfung werde ich sie nicht Details fragen können, wir nicht lang was ableiten können, aber diese Schritte zur Modellbildung, die kann man sehr gut abfragen. Das könnte eine Frage sein in deiner Bachelorprüfung. Wie vereinfache ich mein System? Noch zu kompliziert.
Eine vereinfachende Grenzfläche ist einfach, dass ich die sage, das ist eine homogen geladene Schicht. Ich vergesse, dass ich da die Ladung durch irgendwelche adsorbierten Amphiphile herkommt. Ich habe eine homogen geladene Schicht mit einer bestimmten Ladungsdichte. Und die Ladungsdichte ist gegeben durch Q durch A. Und Q ist nichts weiter als gegeben durch die Anzahl der Amphiphile, die ich in dem Flächeneinheit betrachte. Also ich vergesse, dass es da Moleküle gibt, sondern ich sage, ich habe eine homogen geladene Schicht. Das ist eine Vereinfachung. Was ist die nächste Vereinfachung, die ich eigentlich machen könnte? Wir haben schon gehabt, so Ionen sind schon recht kompliziert. Wir haben Lithium H2O 12 plus gehabt. Also das Lithium-Ionen ist koordiniert. Das ist eine kleine geladene Kugel mit einer bestimmten Polarisierbarkeit, mit einer bestimmten Flächenladungsdichte. Und im Wasser wird das Wassermoleküle um dieses Ion herum organisiert. Und ich habe eine erste Koordinationssphäre und eine zweite, wo diese Wassermoleküle in der Hydrathülle immobilisiert sind. Diese Wassermoleküle definieren auch den hydrodynamischen Radius, den ich hier beobachte. Wie kann ich das vereinfachen? Zu kompliziert. Das Einfachste natürlich, was wir uns vorstellen könnten, machen wir damit. Ja, eine Punktladung, genau. Wenn ich das Wasser angucke, das hier das Lösungsmittel ist, was wir betrachten wollen, dann wissen wir, Wasser ist recht kompliziert. Wasser bildet ein Wasserstoffbrückenbindungsnetzwerk. Und ich habe Ihnen auch eine schöne MD-Simulation gezeigt, wie Sie Wasser sich vorstellen sollten. Da werden Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet und wieder gebrochen. Und das einzelne Molekül macht eine diffusive Bewegung durch diese Suppe. Wie kann ich mein Wasser für diese Betrachtung vereinfachen? Was ist heute los? Sie sind so müde. Es sollte lauter werden. Was kann ich tun mit dem Wasser? Im Mittel, ja, was, ein Parameter möchte ich haben fürs Wasser. Also einfach ist es immer, wenn ich ein Kontinuum mache. Und das Kontinuum muss ich durch eine Zahl charakterisieren, durch irgendwelche Größen. Durch was charakterisiere ich die? Also auch hier ist es so, wir vergessen diese komplizierte Natur. Sondern wir sagen, Wasser ist irgendwo ein Kontinuum. Und dieses Kontinuum muss ich irgendwie charakterisieren für meine Wechselwirkung. Und das haben wir schon in einer Übungsaufgabe mal gehabt. Plusladung und Minusladung ziehen sich an. Wie verändert sich die Anziehung, wenn ich die beiden Ionen vom Vakuum ins Wasser eintauche? Was passiert? Q1 mal Q2, 4pi Epsilon 0 durch R im Vakuum. Wie lautet der Ausdruck im Wasser? Genau. Ja, ist einfach herabgesetzt. Um einen Faktor Epsilon R. Und Epsilon R ist 78 für Wasser. Das heißt, die Wechselwirkung der beiden Ionen ist ein 78stel von dem hier oben. Das wird herabgesetzt. Und warum wird es herabgesetzt? Weil sich Wasserdipole orientieren. Das ist die Story.
Das heißt, wir machen aus dem Wasser ein Kontinuum mit Epsilon R ist gleich 78. Immer noch recht kompliziert das Ganze. Also was haben wir jetzt reduziert? Wir haben jetzt gesagt, wir haben eine homogen geladene Fläche mit einer Flächenladungsdichte Sigma durch A in Kontakt mit Wasser, beschrieben durch ein Epsilon R ist gleich 78. Wir betrachten als Wechselwirkung Elektrostatik, die Kontaktionpaare machen möchte, und Wärmebewegung. Aber die Ionen selber haben wir zu Punktladung gemacht. Das ist die Geschichte, die wir machen. Jetzt kam noch ein weiterer wichtiger Gedanke rein. Und der Gedanke, der hier verknüpft ist, ist ein Mean-Field-Ansatz. Was bedeutet das? Was bedeutet Mean-Field? Das ist ein wichtiger Gedanke. Dieselben Ideen werden Sie in der Quantenmechanik später bei Hartree-Fock haben. Was ist die Idee dahinter? Gar nicht so kompliziert, die Idee, es ist recht natürlich. Ich sage, jedes dieser Objekte sieht ein bestimmtes elektrisches Feld. Das elektrische Feld, was hier herrscht, wird produziert von allen Ionen und von der geladenen Grenzfläche. Es ist kompliziert. Ich möchte es vereinfachen, das Ganze. Und dann sage ich hier, am Mittel wird an dieser Stelle ein Feld herrschen, was im Mittel erzeugt wird von allen anderen. Alle anderen Ionen werden im Mittel an diesem Ort ein bestimmtes elektrisches Potenzial generieren. Und dieses Potenzial hängt dann nur ab, das elektrische Potenzial hängt nur ab von Z. Wenn Sie diese Modellbildung anschauen, dann haben wir viele Vereinfachungen gemacht, die sollten wir im Kopf behalten. Wir werden am Ende etwas ausrechnen und müssen wieder zurückgehen zum Ausgang und sagen, ja, an welchen Stellschrauben könnte ich drehen, wo habe ich vielleicht zu weit vereinfacht, was könnte ich besser machen. Das ist häufig ein Schritt in der ganzen Behandlung, wie könnte ich andere Wechselwirkungen reinkriegen. Und das Thema hat zum Beispiel vor 10 Jahren auch in der Forschung ein interessantes und neues Thema und Wendung erhalten. Wir sind damit so weit, dass wir zur Elektrostatik gehen können. Nochmal eine Frage an Sie, die in der Übungsgruppe schon dran war. Warum kann ich ein elektrisches Potenzial einführen? Wie ist der Zusammenhang zwischen elektrischem Potenzial und Feld? Warum mache ich es überhaupt? F ist gleich Q mal E. Eine Ladung erfährt eine Kraft im elektrischen Feld und die Richtung wird eben durch das elektrische Feld geprägt.
Was wäre denn die Energie? Wie würden Sie ausrechnen? Ich habe hier ein Ion an der Stelle B und möchte dieses Ion an die Stelle A ranführen. Wie würden Sie da den Ausdruck für die Energie hinschreiben? Also ein Ion weg von der Grenzfläche an der Stelle B und führt dieses Ion hier ran. Was ist die Arbeit, die bei diesem Schritt involviert ist? Wie war Arbeit definiert? Arbeit war nichts anderes als das Integral über Kraft dr von dem Punkt B nach A. Jetzt kann ich meine Kraft schreiben als Q mal Integral I dr von der Stelle B nach A. Hängt dieses Integral vom Weg ab? Ist es ein Unterschied, ob ich das jetzt so führe oder so führe? An wann hängt es ab? Welche Anforderungen muss ich ans Feld stellen, damit es nicht vom Weg abhängt? Das Feld, und was in der Elektrostatik gilt, wirbelfrei ist, das Feld hat keine Wirbel und ist der Elektrostatik gegeben, dann ist das Integral wegunabhängig. Und ich kann das Integral schreiben als Q mal Phi an der Stelle A minus Phi an der Stelle B. Und das ist das elektrische Potenzial. Und die Differenz zwischen Phi A und Phi B, das nennen wir auch Spannung. Also ich schreibe jeden Raumpunkt ein bestimmtes elektrisches Potenzial durch und die Arbeit, die ich brauche, die Ladung vom Punkt B nach A zu bringen, ist das Differenz der Phi B minus Phi A mal Q. So einfach. Und Phi ist eine skalare Größe. Die hängt also ab von X, Y und Z. Das elektrische Feld ist ein Vektor, viel komplizierter, also sympathischer zu rechnen. Bin angekommen an der Situation, dass ich weiß, die Ionen werden sich irgendwie kompliziert verteilen und ich weiß, an der Grenzfläche habe ich ein elektrisches Potenzial. Ich weiß noch nicht die Form des Potenzials, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass hier an dieser geladenen Grenzfläche mit den Gegenionen ein elektrisches Potenzial herrscht. Ich suche den analytischen Ausdruck dieses Potenzials. Trotzdem weiß ich etwas. Wie verteilen sich die Ionen im elektrischen Potenzial? Wie verteilen sich die Ionen da drin? Sehen Sie, die Energie eines Ions, die Energie war gegeben, die potenzielle Energie gegeben, W ist gleich die Ladung des Ions mal Phi.
Phi hängt ab von x, y, z. Der Referenzpunkt ist immer so, wenn die Ladung bei unendlich wäre, sage ich, das elektrische Potenzial ist 0. Je nachdem, wo das Ion sich befindet, hat es eine andere potenzielle Energie. Wie verteilt sich das in diesem Feld? Das war das, was Sie in der Vorlesung auf Video zumindest anschauen sollten. Das ist natürlich gegeben durch den Boltzmann. Ich habe sehr viele Teilchen. Die Teilchen haben unterschiedliche Energien, je nachdem, welche Position sie einnehmen. Und ich habe ein thermodynamisches Gleichgewicht. Das ist unveränderlich. Wenn das meine Volumen-Teilchenkonzentration ist, Ci von der Sorte I, und das Sternchen benutze ich für Kennzeichnung der Teilchenkonzentration, also nicht Mol pro Liter, sondern die 10 hoch 23 ran multipliziert. Ci0, die Volumenteilchenkonzentration. Was kann ich dann sagen für die Konzentration, die ich lokal messe, im Abstand Z von der Grenzfläche? Und das ist das gleiche wie bei der barometrischen Höhenvorwärtsschwerefeld der Erde. Jetzt habe ich eben Q mal Phi. Das heißt, wie ist die Verteilung, wie kann ich die hinschreiben? Da gebe ich noch ein bisschen Zeit. Können Sie es? Dann C0. Ja. Komponent von, muss man auf die Koeffizienten oder die Wertigkeit achten. Ja. Also die Ladung. Q mal Phi. Ja, das ist es. Sehr gut. Also wir kennen noch nicht das Potenzial. Wir wissen, es gibt eines. Und wir wissen, wie die Ionen sich darin verteilen müssen. Sie müssen Boltzmann genügen. Das ist meine Volumen-Teilchenkonzentration. Und je nachdem, wo ich hier bin, wird die Ionen angereichert sein an der Sorte. Und dann habe ich Z mal I, ich drücke so die Ladung aus, Zi mal I mal Phi durch K Boltzmann mal T. Also die Ide-Komponente, das Ide-Ion wird sich genauso verteilen. Es wird zur Abweichung von der Volumenkonzentration kommen, wenn es in der Nähe der Grenzfläche ist. Und je nachdem, wie mein Ion geladen ist, wird es an- oder abgereichert sein. Aber diese An- oder Abreichung genügt dem Boltzmann. Jetzt können wir übergehen zu der Grundgleichung. Der Elektrostatik. Wir gehen jetzt zu den Physikern. Eigentlich zur dritten Maxwell-Gleichung. Die dritte Maxwell-Gleichung sagt aus, kenne ich die Ladungsdichte in meinem System? Ladungsdichte. Dann sollte ich in der Lage sein, auszurechnen, wie das elektrische Feld ist. Die Ursache eines elektrischen Feldes in der Elektrostatik ist eine Ladung.
Die Ladung erzeugt ein elektrisches Feld. Und alle Experimente sind zusammengefasst in einer Maxwell-Gleichung. Und diese Maxwell-Gleichung sagt aus, die Divergenz von E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Und ich bringe das Wasser schon mal hier rein. Die Ergiebigkeit, also das ist das Gleiche, was wir in der Übungsgruppe mit dem Oberflächenintegral gehabt haben. Wenn Sie einen Grenzübergang machen, das auf einen Punkt zusammenziehen, kommt genau diese Ergebung raus. Die Divergenz drückt die Ergiebigkeit aus. Ich kann hier nutzen, dass E gleich minus Grad Phi ist und die Differentialgleichung auch so schreiben. Div Grad Phi ist gleich Rho durch Epsilon 0 Epsilon R. Wenn ich hier rum xe, kommt was Einfacheres raus. Es kommt nämlich minus Laplace Phi raus. Und dieser Laplace-Operator ist nichts weiter als die zweite Ableitung nach der x-Koordinate, die zweite Ableitung nach der y-Koordinate und die zweite Ableitung nach der z-Komponente angewandt auf meine Funktion phi. Das steht eigentlich da. Phi ist gleich Rho durch Epsilon 0 Epsilon R. Wie heißt diese Differentialgleichung? Wie würden Sie die einordnen? Sie haben ja schon recht viel Differentialgleichung in der Mathe gehabt. Was wäre das für eine? Also eine recht komplizierte Differentialgleichung, also eine partielle Differentialgleichung. In dem auch noch zwei verschiedene Größen vorkommen. Also schon was Unangenehmes. Jetzt wollen wir diese Grundgleichung, das ist das, was man im Lehrbuch findet, anpassen an unser Problem. Und Sie haben gesehen, was wir machen. Wie würden Sie diese Gleichung jetzt vereinfachen? Die linke Seite. Wenn Sie anschauen, muss ich denn die Ableitung von x, y und z betrachten oder kann ich nur eine betrachten, eine Koordinate einführen, die die Musik bestimmen wird? Ja. Wir betrachten ja im Endeffekt nur den Was? Abstand zur Grenzfläche. Das Potenzial ändert sich ja nicht. Ja. Schaut sich die Symmetrie an. Die Symmetrie ist klar so. Das ist eine unendlich ausgedehnte Fläche, die ich hier betrachte. Das heißt, Variation habe ich nur vom Abstand von der Grenzfläche. Die Z-Koordinate, die den Abstand von der Grenzfläche beschreibt, die ist relevant. Also wir betrachten ein Phi von Z aus der Symmetrie von dem Ganzen. Wir können X und Y vergessen, wird keine Rolle spielen. Wir sind damit auf der linken Seite schon, wird alles viel einfacher. D2 Phi nach dz Quadrat ist gleich Rho von
durch Epsilon 0 und Epsilon R. Wie kann ich jetzt die Ladungsdichte ausdrücken? Wir wissen doch, wie die Ionen sich verteilen. Jedes Ion genügt der Boltzmann-Verteilung. Jede Ionensorte. Wie kann ich jetzt die Ladungsdichte ausdrücken, die hier steht? Durch den Boltzmann. Und nur die Konzentration aufsummieren. Und da, wo ein Teilchen ist, jedes Teilchen trägt eine bestimmte Ladung. Das heißt, ich muss über die verschiedenen Ionensorten, die in meiner Lösung rumschwirren, aufsummieren. Das ist die Ladung mal der lokalen Konzentration. Ci Sternteilchenkonzentration wollte ich das schreiben. Machen Sie da bitte auch ein Sternchen hin. Ich möchte heute mit Teilchenkonzentration rechnen. Also an der Stelle mit einem Stern machen. Wäre konsistenter. Hier ein Sternchen. Sternchen steht einfach für Teilchenkonzentration. Anzahl der Teilchen im Volumenelement. Das ist aber nichts anderes als Rho ist gleich Summe ZII des CI Stern. Kann ich schreiben als die Volumenteilchenkonzentration mal den Boltzmann-Faktor minus ZI, die Ladung des Ions, mal Phi durch KT. Die Poisson-Gleichung ist eine partielle Differentialgleichung. Es kommt Phi und Rho vor. Boltzmann sagt aus, wir wissen zwar noch nicht, wie das elektrische Potenzial aussieht, aber wir wissen, wie die Ionen sich darin verteilen werden. Sie genügen der Boltzmann-Verteilung. Das heißt, ich kann dies hier einsetzen und kriege damit eine Gleichung raus, die unser Problem beschreibt. Das ist die Poisson-Boltzmann-Gleichung. Also, d2 Phi nach dz Quadrat ist gleich Summe, Rho ist darstellbar durch ZI, I, ZI 0, Volumenkonzentration, Exponent, minus ZI Phi durch KT und das Ganze dividiert durch Epsilon 0, Epsilon R. Voilà, wir sind angekommen. Das ist die Gleichung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Das ist die Poisson-Boltzmann-Gleichung. Auch diese Differentialgleichung ist nicht gerade einfach. Ist zwar jetzt eine gewöhnliche Differentialgleichung, keine partielle mehr, ich habe nur noch eine Funktion. Auch nur noch eine Variable, nämlich z, was ich betrachte. Trotzdem ist die kompliziert, die Gleichung. Wie könnte ich das weiter vereinfachen? Was ist die typische Technik, um eine erste Lösung zu bekommen? Was würden Sie jetzt machen? Sie schauen sich einen Grenzfall an. Thank you.
Hier kommt eine I-Funktion vor. Durch welchen Ausdruck können Sie I hoch minus x ersetzen, wenn x klein ist? Ich mache eine Taylor-reine Entwicklung und breche nach dem ersten Glied ab. Und das ist dann gerechtfertigt, wenn x klein ist. X ist dann klein, wenn in dem Beispiel ZI Phi klein gegenüber K. Boltzmann mal T ist. Dann ist diese Näherung möglich. Wie ist I hoch minus x darstellbar? Für kleine. Das sollten Sie auch auswendig können, das ist zu wichtig. Taylor-Reinwicklung einer I-Funktion brauchen Sie häufig. Das ist einfach 1 minus x. Das heißt, wie kann ich dann die Gleichung schreiben? D2 Phi nach dz Quadrat, hier bleibt alles. Hier habe ich ein Minus verschlampert. Ist gleich, der Bruch bleibt auch, Epsilon 0, Epsilon R. Aber jetzt kann ich hier entwickeln. Und dann steht da Minus, Summe, zi, i, ci. C0 Stern mal hier verschreibe ich 1 minus ZI Phi durch KT. In dieser Summation kommt der erste Ausdruck vor. Was steht da drin? Summe über alle ZI, I mal CI 0 Stern. Das ist der erste Term. Was ergibt denn der? Was steht hier drin? Das sollte jeder von Ihnen finden. Hier steht die Volumenteilchenkonzentration drin. Und natürlich, wenn ich weit ins Volumen gebe, habe ich genauso viel Kation wie Anion. Das Ding ist null aufgrund der Elektroneutralität. Das Ganze diente dazu, die Gleichung einfacher zu machen. Ich komme jetzt von der Poisson-Boltzmann-Gleichung zu einer linearisierten Poisson-Boltzmann-Gleichung, die viel einfacher ist. Ich schreibe das noch so, dass ich hier Epsilon 0 und Epsilon R auf die eine Seite mit reinschreibe. Dann steht da Epsilon 0, Epsilon R, D2 Phi nach dz Quadrat ist gleich Summe über alle I mal ZI I Quadrat mal der Volumenteilchenkonzentration und das Ganze noch multipliziert mit Phi durch KT. Das ist die Gleichung, die ich jetzt habe. Viel einfacher geworden.
Also hier die zweite Ableitung von Phi, Phi. Wie geht man jetzt weiter vor? Was wäre der nächste Schritt, den Sie machen würden, wenn Sie dieses Problem anschauen? Was stört Sie, wenn Sie diese Gleichung anschauen? Sie wird irgendwas nerven, da sind 1000 Konstanten drin, die mein System beschreiben. Epsilon 0, Epsilon R, Zi e Quadrat, Ci 0, alles spezifisch, ja? Die Quadrate in der Summe, und das schauen Sie an, Sie haben mit dem Ausdruck, sind Sie einverstanden? Ja. Dann müssen wir ausmultiplizieren. Der erste Term war 0. Der erste Term ist 0 Elektroneutralität. Einverstanden? Der zweite Term geht raus, Zie Ci 0 mal Zie Phi Kt. Das mal dem. Zi Quadrat. E Quadrat mal die Volumenkonzentration des Teilchens dividiert durch Karl-Boltzmann mal T. Ja? Einverstanden? Was würden Sie machen jetzt an welcher Stelle? An dieser Stelle, was würden Sie machen mit den ganzen Parametern, die mein System beschreiben? Alle zusammenfassen. Ich führe einen neuen Parameter ein. Den nenne ich mal Kappa Quadrat und Kappa Quadrat ist dann definiert als Summe Zi e Quadrat. Ci 0 Stern. All das beschreibt mein System durch Epsilon 0 Epsilon R mal Karl-Boltzmann mal T. In diesem Kappa stehen nur Parameter drin, die jetzt mein System charakterisieren. Ich habe ein Elektrolyt genommen mit der Valenzzahl. Das sind die Ladung von dem Ding. Das ist die Konzentration, die ich gewählt habe. Ich befinde mich in Wasser, 78, Epsilon R, habe eine Temperatur von 298 Kelvin, Karl-Boltzmann mal T. Alles kennen wir. Das führen wir zusammen. Und wenn man das anschaut, 1 durch Kappa hat die Dimension einer Länge. Und diese Länge nennt sich auch Debye. Abschirmlänge. Und wenn ich das so mache, dann wird meine Differentialgleichung viel einfacher, weniger zu schreiben und übersichtlicher. Die zweite Ableitung des gesuchten Potentials ist nichts anderes als mein Kappa Quadrat, was ich eingeführt habe. Mal Phi von Z. Ah, das ist ja jetzt schon langsam eine einfache sympathische Gleichung. Wir suchen unser elektrisches Potential. Dieses elektrische Potential muss dieser Gleichung genügen. Und Sie suchen in einer Differentialgleichung eine Funktion, die sich in der zweiten Ableitung reproduziert. Die Technik des Lösens einer Differentialgleichung, ich suche eine Funktion, die das Potential hat, in der zweiten Ableitung sich zu reproduzieren. Ich verziere diese Funktion mit ein paar Parametern und versuche, die zu bestimmen. Welche Funktion kennen Sie, die Sie in der zweiten Ableitung reproduzieren? Was kennen Sie für Funktionen, die sich reproduzieren? Ich habe jetzt eine kurze Frage zu K-Quadrat bei dem C-Quadrat. Wo? Ja, vorne für den Quadrat, C-Quadrat. Also wenn Sie bloß abschreiben, hier habe ich ein Quadrat vergessen. Dankeschön. Aber Sie haben sich mit der Gegenfrage von der Antwort gedrückt. Welche Funktionen kennen Sie, die sich in der zweiten Ableitung reproduzieren? E-Funktion und Sinus, Cosinus.
Welchen Pool würden Sie sich bedienen? Warum würden Sie sagen, Sinus und Cosinus ist keine gute Funktion, die ich hier ansetzen würde? Also von jetzt zur Physik zurückgehen vom Problem. Warum ist der Sinus oder Cosinus keine gute Wahl? Ja, das ist irgendwo so eine Funktion. Und wenn ich mein Problem anschaue, das hat sicherlich nicht beschrieben werden durch so eine Funktion. Das ist, klingt unsinnig. Aber eine E-Funktion, das klingt ganz vernünftig. Also nehmen wir E-Funktion als Ansatz. Ja, schreiben Sie vielleicht mal den Ansatz hin. Wie würden Sie den schreiben, den Ansatz? Welchen Ansatz würden Sie machen? Weil die nächste E-Funktion habe ich identifiziert, aber es gibt immer noch freie Parameter, die noch nicht festgelegt sind. Die setzen Sie ein in die Differentialgleichung, die werden danach festgelegt, teilweise auch durch Randbedingungen. Also konkret, E-Funktion, aber E-Funktion verziert mit Parametern. Wie lautet der Ansatz? Also Phi von Z, wir sagen, brauchen sicherlich einen, der den bei Z gleich 0 beschreibt. Also irgendein Parameter, der groß oder klein sein kann, mal I hoch minus Kx vielleicht, oder Kz. Das sieht doch ganz schön aus. Wenn Sie das in diese Differentialgleichung einsetzen, dann steht da K Quadrat Phi 0 I hoch minus K Z ist gleich Chi Quadrat Phi 0 E hoch I K Z. Sie sehen, der Parameter Phi 0 ist nicht durch die Differentialgleichung festgelegt. Aber Sie sehen, das K Quadrat ist Kappa Quadrat. Das heißt, wir haben eine wichtige Erkenntnis jetzt. Unser Potential genügt dieser Differentialgleichung, Phi von Z ist gleich ein Phi 0 Exponent minus Kappa Z. Das heißt, von meiner Grenzfläche fällt mein Potential ab. Und zwar exponentiell von der Z-Richtung. Immer wieder in Prüfungen und Klausuren wird die E-Funktion falsch gemalt. Was ist E hoch 0? E hoch 0 ist 1. Also immer darauf achten, dass es hier an einem endlichen Wert endet. Hier. Dieser endliche Wert ist Phi 0, was wir hier haben. Und häufig malen wir Leute in Prüfungen so eine E-Funktion hin, die eine Hyperbel ist. Weiß nicht, woher das kommt. Und Kappa ist eine Länge. Jetzt schreiben wir nochmal aus, was das ist. Das 1 durch Kappa ist eine Länge. Und 1 durch Kappa ist Wurzel aus Epsilon 0, Epsilon R, K Boltzmann mal T, dividiert durch die Ionenstärke Zi e Quadrat mal die Volumenkonzentration. Wenn man das einsetzt und ich betrachte ein 1 zu 1 Elektrolyt, also Natriumchlorid, dann ist diese Debye-Länge gegeben 3,043
mal 10 hoch minus 30 Meter dividiert durch die Wurzel aus der CI 0. Das heißt, typischerweise sind diese Debye-Längen, nehmen ab, je nach der Konzentration, was habe ich da aufgeschrieben? Also für verdünnte Lösungen machen wir es mal bei 0,1 Mol pro Liter, 0,05 Mol pro Liter, dann ist hier die Debye-Länge, nimmt so ab. Und ich befinde mich hier so typischerweise bei 2 Nanometer, hier oben bei 4 Nanometer. Das ist der Abfall. Was sind kolloidale Teilchen? Welche Größenordnung haben so typischerweise diese Objekte aus der Kolloidforschung, aus der Nanoscience? Was ist die typische Längenskala? Das sind die Längenskala, bei der Objekte ein ungewöhnliches Verhältnis von Volumen zur Grenzfläche haben. Viele Moleküle sind in der Grenzfläche fixiert, daraus resultieren diese Eigenschaften. Also typische Längenskala sind irgendwo so 10 Nanometer zu einem Mikrometer. Der Witz dabei ist, dass diese Objekte eben sehr viele Moleküle an der Grenzschicht haben. In der Grenzschicht sind andere Bindungsverhältnisse. Teilchen in der Grenzschicht haben eine andere Energie. Die Grenzfläche dominiert das System. Und wir haben eine Vinaigrette besprochen und uns klar gemacht, wenn ich Öl Tröpfchen habe in einer wässrigen Essiglösung, dann kann ich die zwar schütteln, aber die werden sehr schnell die Teilchen, die ich bilde, wieder fusionieren, weil der treibende Prozess ist genau die Verringerung der Grenzfläche. Wenn die beiden Tröpfchen fusionieren, entsteht wieder ein Tropfen, eine Kugel, aber die Kugel hat weniger Oberfläche als die beiden einzelnen. Und die Minimierung der Grenzflächenspannung ist die Triebkraft dafür. Wenn ich diesen Prozess verhindern wollte, da haben wir gehabt, ja, ich könnte Folgendes machen, dass ich Tenside mit dazu gebe. Wenn ich beim Vinaigrette bin, haben wir überlegt, dass man vielleicht Senf nimmt, weil in Senf sind so Phospholipide drin, die sich hier verankern. Das sind amphiphile Moleküle, die diese Oberfläche negativ geladen machen. Und auch diese Oberfläche ist negativ geladen. Die beiden Objekte würden eine repulsive Kraft führen, von der Elektrostatik her rührend. Das Ganze wird etwas komplizierter, da ich natürlich hier noch meine Gegenionen betrachten muss. Und diese Gegenionen haben wir jetzt gerade besprochen, wie die sich verteilen. Wir haben es ausgerechnet, wie das elektrische Potenzial ist. Wir kennen auch mittlerweile die Verteilung der Teilchen an der Grenzschicht.
Jetzt gibt es ein Phänomen bei kolloidalen Teilchen. Wenn Sie Salz zugeben, wenn Sie eine kolloidale Lösung haben und Sie geben Salz zu, was passiert dann? Können Sie auch reißerischer machen, wenn Sie anschauen, Sie haben ein Problem bei Flüssen. Ein Fluss fließt in Meerwasser. Salzwasser, Süßwasser trifft auf Meerwasser. Im Fluss sind kolloidale Teilchen gelöst. Was passiert jetzt, wenn dieses Süßwasser mit Meerwasser zusammentritt? Ein Problem, was Bagger erfordert, um das Problem zu beseitigen. Die kolloidalen Teilchen fallen aus. Warum ist das der Fall? Sehen Sie das an unseren Gleichungen, die wir gelöst haben? Warum verändert sich durch Salzzugabe etwas? Was verändert sich durch Salzzugabe? Jetzt sind Sie an der Interpretation dieser Gleichungen. Verändert sich durch die Salzzugabe. Also ich würde gerne, dass wir den Ausdruck mit 1 durch Kappa anschauen. 1 durch Kappa war eine Länge und die auch angibt, wie schnell fällt mein Potenzial ab. Und überlegen Sie mal, wenn ich jetzt die Konzentration, ich gebe ein indifferentes Salz dazu, wo geht dieses Salz in diese Gleichungen ein und was bewirkt es? Ich würde gerne, dass Sie diese Gleichung mir interpretieren. 1 durch Kappa, eine Länge, die Debye-Länge. Wie verändert sich die Debye-Länge? Wir geben Salz zu, Ci0 wird größer. Das heißt, 1 durch Kappa wird kleiner. Wenn Sie anfangen, das heißt, die Ausgangssituation des kolloidalen Teilchens ist in Süßwasser. Das Potenzial erstreckt sich weit. Das kolloidale Teilchen kommt in Salzwasser, das Potenzial fällt schnell ab. Warum fällt dann das Kolloid aus? Die abstoßende Wechselwirkung wird kleiner dadurch, dass das besser abgeschirmt ist. Die Teilchen können sich näher kommen. Wenn die Teilchen aneinander klatschen aufgrund von der Wärmebewegung, dann fusionieren sie und fallen ab und sedimentieren. Das ist der Grund. Also wenn ich das anschaue, das Potenzial würde schneller abfallen, wenn ich ein indifferentes Salz dazugebe mit Elektrolyt. Andere Frage noch. Viele von Ihnen werden von Biochemie fasziniert sein, Aufbau von Proteinen. Was bestimmt die Struktur eines Proteins in Lösung? Was sind da die Mechanismen? Haben da eine komplizierte Tertiärstruktur, Sekundärstruktur? Was bestimmt die Struktur eines Proteins in Lösung?
Da kommt dir natürlich vieles in den Kopf, von Wasserstoffbrücken, die dann vielleicht so eine Alpha-Helix machen. Ein ganz wichtiger Term ist auch, dass so manche Ladungen, manche Stränge beim Protein tragen Ladung. Und diese Ladungen stoßen sich ab. Und das trägt ganz wichtig mal zu der Endkonformation, die ich habe. Weil viele der Aminosäuren sind dann auch etwas mit einer Ladung. Und das heißt, ein Strang kann geladen sein und die repulsive und die elektrostatische Wechselwirkung zwischen Strängen ist ganz dominanter Term in der Konformation. Neben vielen anderen auch. Was wird passieren, wenn ich ein Protein nehme? Nehmen Sie ein Eiweiß und geben Salz zu. Was wird passieren? Mit dem Salz wird jetzt die abstoßende Wechselwirkung zwischen irgendwelchen Strängen des Proteins verändert werden. Die können sich näher kommen. Das Protein wird denaturieren. Könntest du einfach mal ausprobieren, nimmst ein bisschen Eiweiß, gib Salz drauf. Das Eiweiß wird trüb werden, es denaturiert. Auch eine Form. Ja, haben noch ein paar Minuten. Ich möchte vielleicht diese Kerngedanken, die wir hier ausführlich heute hergeleitet haben, nochmal übertragen auf eine andere Fragestellung, die ich auch teilweise in die Übungsgruppen geben wird. Das ist die Debye-Hückel-Theorie. Da geht es jetzt nicht um, wie sind in einer wässrigen Lösung, die verdünnt ist mit Elektrolyten, die Ionen organisiert. Und der erste Schritt, den Ihnen klar sein sollte, die Ionen werden so organisiert sein, dass sie sich organisieren, ein Plus-Ion wird irgendwo eine Wolke zur Verfügung haben, die negativ geladen ist und dann gefolgt von einer Plus-Ladung. Würde diese Organisation die Elektroneutralität verletzen? Wenn ich sage, die Forderung aufstelle, jedes Ion ist umgeben von einer Wolke von Ionen, die anders geladen ist. Nö, das macht es nicht. Können Sie auch beim Kristall, wir haben auch ein Bild mal gehabt, einfach aufmalen. Das ist genau die Folge Plus und Minus, wenn sich abwechselt. Das widerspricht das Ganze nicht. Jetzt möchte ich das Ganze vereinfachen. Ich interessiere mich jetzt halt auch wieder in dieser Theorie dafür, wie verteilt sich ein Ion um ein anderes herum. Also ich mache genau die gleiche Näherung, die wir hier gehabt haben. Aus dieser Ladung, die das zentrale Ion hat, sage ich jetzt, meine anderen Ionen betrachte ich als ein Kontinuum mit einer Ladungsdichte. Ion mache eine Ladungsdichte draus. Wasser setze ich auch wieder durch eine Dielektrizitätskonstante. Und dann bin ich angekommen, die Ladungsdichte weiß ich jetzt auch. Das Ion hier wird die anderen verändern in der Verteilung. Ich habe ein elektrisches Potenzial, Mean-Field-Ansatz und ich kann es einfach wieder lösen, indem ich sage, Boltzmann löst das Problem. Die Verteilung der Ionen wird gegeben sein durch Boltzmann. Was ist hässlich an dieser Problemstellung? Die Symmetrie des Problems. Wie ist die Symmetrie des Problems? Ein Ion in Lösung, es hat Kugelsymmetrie. Das heißt, ich muss meine Poisson-Boltzmann-Gleichung, die hier einfach war, schreiben in Kugelkoordinaten. Das ist zäh, wenn man das macht. Und hier ist es die Lösung Ihnen gezeigt. Das ist die Poisson-Gleichung in Kugelkoordinaten. Und jetzt kann man genau das Folgende machen, dass ich wieder einsetze. Ich setze hier einfach ein,
sage, diese Ladungsdichte, die ich hier habe, setze ich in die Gleichung rein. Hier habe ich noch eine E-Funktion drin. Diese E-Funktion mache ich hier wieder zu einer linearen Funktion und dann wird es einfacher. Das heißt, ich führe eine Ionenstärke ein, die Teilchenkonzentration, meine D/Abschirmlänge und kann diese Gleichung lösen. Die Lösung der Gleichung will ich jetzt nicht explizit herleiten, weil es einfach zäh ist. Den Ausdruck zeige ich Ihnen mal hier. Der Ausdruck ist einfach so, dass das elektrische Potenzial und die Teilchenkonzentration haben die gleichen funktionale Abhängigkeit. Das ist anders als zu dem Problem. Und ich habe hier einen Term, 1 durch R Verhalten wäre das Verhalten von einem Ion in Kontakt mit einem anderen. 1 durch R ist, was das zentrale Ion macht. Und das hier ist eine Abschirmung, die von allen anderen Ionen herkommt. Die Werte von diesen D/Längen sind hier aufgezeichnet. Die gehen hier Kappa in Nanometer, geht von 30 zu 1 Nanometer, je nach der Konzentration meiner Lösung. Ich werde in den Übungsaufgaben Sie noch ein bisschen hinführen, wie man aus diesen Überlegungen zu einer thermodynamischen Theorie kommt. Und ein Highlight dieser Poisson-Boltzmann-Theorie ist ein Ausdruck, der auch jetzt schon im aktuellen Übungsblatt drin vorkommt. Und zwar der mittlere Aktivitätskoeffizient eines Ions in Lösung ist durch einen Ausdruck gegeben, in dem die Ionstärke vorkommt. Die Ionstärke ist nichts weiter als dieser Ausdruck Zi zum Quadrat mal C0 mal das ist die Ionenstärke. Eine Konstante, die bekannt ist, Ionenstärke und Plus- und Minusladung. Das gibt, Sie können also für eine verdünnte Elektrolytlösung den Aktivitätskoeffizienten ausrechnen. Und ich weiß, dass ich einige mit diesen Ausführungen hier ein bisschen abhänge. Deswegen wieder mal eine praktische Frage, die Sie vielleicht interessiert. Ich betrachte mal Silberchlorid, schwerlöslich, ein Niederschlag. Die Löslichkeit von Silberchlorid ist gegeben durch das Ionenprodukt. Und jeder von Ihnen könnte ausrechnen, wie, wenn ich Ihnen das KL geben würde, wie viel Silberionen finde ich in einer Lösung. Jetzt möchte ich Sie fragen, verändert sich die Löslichkeit? Wenn ich jetzt zu dieser Lösung ein Salz dazugebe, was sonst gar nicht vorkommt. Natriumnitrat. Natriumnitrat kommt hier nicht vor. Also ich gebe ein bisschen Natriumnitrat zu und wollte wissen, ob sich da was ändert. Sie sind dran. Würden Sie sagen, ändert sich die Löslichkeit? Also das Ion, was ich zugebe, kommt sonst nicht vor. Wenn ich Ihnen sage, wie verändert sich die Löslichkeit, wenn ich jetzt ein bisschen Natriumchlorid zugebe, dann wirst du sagen, okay, jetzt geht es ein in mein Löslichkeitsprodukt. Ich gebe Chlorid zu und wenn ich Chlorid drin habe, dann wird die Konzentration des Silberionen verändert. Hier kommt aber jetzt ein Ion dazu, was sonst nicht davor kommt. Trotzdem wird es etwas verändern. Warum? Und das sind keine Peanuts-Effekte. Die Löslichkeit verändert sich signifikant. Und alte Analytiker wissen das. Und zwar geht die Löslichkeit nach oben. Es wird viel besser löslich. Warum ist das der Fall? Schreiben Sie einfach mal einen Ausdruck hin fürs Ionenprodukt. Was würden Sie da hinschreiben? Das Ionenprodukt vom Silberchlorid wäre ganz einfach, welche Zeile? Was würden Sie da hinschreiben? Ionenprodukt vom Wasser, vom Silberchlorid. Konzentration des Silber. Ja. Konzentration der Dichte.
Er sagt jetzt hier, Konzentration von dem einen mal Konzentration von den anderen ist die Konstante. So haben wir es in der allgemeinen Chemie vielleicht gemacht, aber er wurde dabei auch gesagt, dass da eine Näherung drin ist. Was ist es exakt, was ich einsetzen müsste? Nicht die Konstante. Die Aktivität des einen mal die Aktivität des anderen ist die Konstante. Und da sind sie angekommen jetzt bei diesem Effekt. Nämlich, wenn ich hier anschaue, die Aktivität des einen ist gegeben, Aktivitätskoeffizient mal Konzentration. Und der Aktivitätskoeffizient ist bestimmt von der Ionenstärke. Wenn ich ein Indifferenzsalz zugebe, verändert sich der Aktivitätskoeffizient. Auch wenn das gar nicht sonst vorkommt. Der Aktivitätskoeffizient wird kleiner, die Löslichkeit geht dann entsprechend, die Konzentration geht nach oben. Und dieser Effekt nennt man auch, glaube ich, Einsalzeffekt. Ja, Einsalzeffekt bezeichnet man in der Chemie den Anstieg der Löslichkeit einer Substanz im Wasser, wenn Salze zugegeben werden. Aus Wiki geklaut. Eine Salzlösung kann zum Beispiel ein anderes Salz in der Regel besser lösen als reines Wasser. Noch eine Zeit für eine Quizfrage. Ich betrachte mal eine verdünnte Essigsäurelösung. Ja, Essigsäurelösung und gebe zu dieser Essigsäurelösung Natriumchlorid ein bisschen dazu. Verändert sich der pH-Wert? Wird er größer, wird er kleiner oder bleibt er unverändert? Der pH-Wert wird deutlich. Das ist auch ein deutlicher Effekt, das ist kein Peanuts-Effekt. Weil was, Sie würden auch wieder aufschreiben das Massenwirkungsgesetz. Wenn Sie das Massenwirkungsgesetz korrekt aufschreiben, dann steht da die Aktivitäten. Die Aktivitäten von H+ mal die Aktivitäten von AC- dividiert durch HAC. Die beiden ionischen Produkte, die Aktivitäten werden jetzt verändert, Aktivitätskoeffizient mal Konzentration. Der Aktivitätskoeffizient wird kleiner durch das indifferente Salz, ergo muss die Konzentration der H+ größer werden in meiner Lösung. Und das können Sie detektieren und messen. Also auch indifferente Salze können Gleichgewichte aus diesem Grund beeinflussen. Dankeschön.